Guten Morgen! Wir sind heute früh aufgestanden, weil Leon uns geweckt hat und dann haben wir, glaube ich, aber noch eine halbe Stunde im Bett rumgelegen, gekuschelt und rumgealbert. Und ja, dann habe ich die beiden Zwillinge einfach nur eine neue Windel habe ich denen gegeben und habe die gefüttert. Die haben noch die Schlafklamotten an, aber das mache ich meistens so bis zum Mittag hin, bis wir dann weggehen, dann ziehe ich die erst richtig an und wasche die. Und ich habe mir mein Frühstück geholt. Hab mich schon ein bisschen fertig gemacht, also meine Haare müssen noch, weil wir gleich, also nachher um 16 Uhr gehen wir zu meiner Mama zum Grillen, sind wir eingeladen, die hatte Geburtstag und da mache ich auch noch ein paar Sachen jetzt gleich und da habe ich mir gedacht, dann ist das ja ganz cool, wenn ich die Kamera mitnehme, dann könnt ihr sehen, was ich da mache und kann euch wieder was verlinken unten in die Infobox an Rezepte. Und dann wollte ich jetzt gleich eigentlich noch ein Video machen, das 12-Wochen-Update, mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, mal gucken. Boah, dann habe ich gedacht, ich könnte ein bisschen länger schlafen. War voll lange wach. Ich glaube, ich war gestern bis 1:30 wach oder so, weil ich noch das Video von letzter Woche geschnitten habe. Das muss ich auch noch zu Ende machen. Ja, guten Morgen. Und ja, Pustekuchen. Die beiden Stinker kamen, glaube ich, dreimal jeweils. Also jeder dreimal. Also sechsmal bin ich in der Nacht wach geworden. Ja, bis 7:30, bis Leon uns dann geweckt hat. Das war nicht so schön, weil gestern haben die durchgeschlafen und vorgestern haben die auch durchgeschlafen. Dann dachte ich mir, ach cool, vielleicht bleibt das ja jetzt. Pustekuchen. Ist nicht schlimm, aber sechsmal ist schon heftig. Ja. Und ich habe mega, mega Nackenschmerzen. Ich habe hier auch einen richtig fetten Knubbel. Dennis hat mir den gestern Abend richtig doll weggedrückt, also versucht wegzudrücken. Und heute Morgen auch nochmal, das ist bestimmt alles rot, weil das wird dann immer besser. Aber der Knubbel ist noch da. Der tut richtig weh, weil ich nachts den Jonas nicht im Liegen stillen kann. Der kann im Liegen nicht richtig trinken. Da muss ich dann immer so gebückt da hängen. Das ist voll anstrengend. Und das tut total weh. Deswegen konnte ich gestern auch nicht putzen. Normalerweise habe ich Freitag immer Putztag. Konnte ich nicht machen. Und deswegen, ja, eigentlich müsste ich heute saugwischen. Dennis hat gesagt, er wollte das machen. Ich glaube, der Ben ist eingeschlafen. Wir liegen hier gerade auf dem Boden. Der Jonas ist kurz davor einzuschlafen. Aber ich würde sagen, ich packe euch jetzt hier in die Wiege. Dann habt ihr einen besseren Schlaf, ne? Ein bisschen länger. Und dann seid ihr auch fitter. Ja. Oh, mein Knubbel. Mein kleiner Knubbel. Ben, schläfst du? Schlafen die? Meine Haare sind so schrecklich. Ich sehe immer aus wie ein Besen, aber ich muss meine Haare nachher fertig machen. Ich möchte jetzt gerne Leons Tasche packen und sehe gerade, dass Dennis sie mit zum Schwimmen genommen hat. Ja, toll. Weil Leon jetzt heute Abend bei seiner Patentante übernachten wird. Die hat nämlich jetzt Urlaub und immer wenn sie Urlaub hat, nimmt sie ihn für 1, 2 Tage. Und dann machen die sich immer einen richtig schönen Tag. Sie selber hat noch keine Kinder und dann ist das für sie eine richtig schöne Abwechslung. Und er freut sich auch total, wenn er dann da im Mittelpunkt stehen kann. Aber ich habe jetzt keine Tasche hier, aber ich kann das da so schon mal alles zurechtpacken. Sie kommt nämlich gleich und dann holt sie die Sachen schon mal ab und möchte alles so vorbereiten für den Leon. Und wenn er dann heute Abend kommt, ist wenigstens dann alles schon fertig für ihn. Aber vorher gehen wir halt, wie gesagt, noch zu dem Geburtstag. Das mache ich jetzt. Danach mache ich das Essen für heute Nachmittag fertig. Also einen Salat wollte ich machen und Avocado-Butter und ein Brot. Und ich glaube, das Brot mache ich als erstes. Ja, das dauert, glaube ich, ein bisschen länger. Ich bin jetzt hier unten in der Küche und ich habe gestern, upsala, das haben wir eigentlich für meine Mama gemacht. Also Leon hat mir echt gut dabei geholfen und die Häufchen fast selber gemacht. Und das war eigentlich für meine Mama gedacht, aber wie ich sehe, hat Dennis jetzt auch gerade noch sich ein bisschen bedient und ja, ich war gestern auch nicht ohne und habe ein paar davon gegessen. Und zwar Schokocrossis. Die sind noch übrig geblieben. Wow, für meine Mama. Ich fand die total lecker und ich glaube, weil ich nämlich noch 100 Gramm Kellogg's habe, werde ich die auch noch mal für uns morgen machen. Die sind wirklich total geil. Guck mal. Die waren ja für meine Mama gedacht. Naja, die sehen ja nicht ganz so schön aus. Die nehme ich dann. Ich weiß nicht, ob Leon schon einen hatte. Ich glaube schon, weil
Der hat die noch nicht gegessen. Das wäre ja dann total doof, wenn der die gemacht hat. Ich habe ihm versprochen, der darf die heute essen. Dann kriegt der den. Der kriegt zwei. Ist ja doof, wenn ich ihn nur eingebe, dann möchte er noch einen zweiten. Und dann kriegt meine Mama die hier. Ich habe jetzt doch selber gesorgt, weil Dennis noch unterwegs war und dann kam meine Freundin gerade, wir haben die Sachen zusammengeräumt und dann kam auch schon Leon und der hat gesehen, dass meine Freundin hier war und die Sachen geholt hat und er wollte jetzt schon direkt mit. Wir haben gesagt, okay, dann statt heute Abend geht er dann jetzt direkt mit und die sind jetzt auf dem Weg. Und der Ben ist jetzt auch wach, ne? Der hat jetzt gerade schon gegessen. Was ist los? Ich habe jetzt hier den Teig von dem Brot. Das musste jetzt eine Stunde gehen. Den mache ich jetzt weiter. Also das Brot mache ich jetzt weiter. Den Salat habe ich schon fertig. Der ist total lecker. Aber da ist natürlich auch Zucker drin. Ganz wie Mayo. Also ist nicht mega gesund, aber total lecker. Und ich gucke mal, wie ich das euch... ob ich verlinken kann ich euch das nicht. Deswegen denke ich mal, werde ich euch das so angeben. Aber das habt ihr ja dann schon gesehen. Mache ich jetzt erstmal weiter. Und ihr könnt mir wieder dabei zusehen. Und der Ben auch. Naja, so Köpfchen heben ist noch nicht so unser Ding, ne? Ein bisschen üben müssen wir trotzdem, ne? Hast du den Daumen im Mund? Hast du den Daumen im Mund? Iiii. Ja, komm. Komm, wie schaffst du? Wollt das anders machen? Ich bin so müde. Um die Uhrzeit habe ich immer vollen Tiefpunkt. Was ist los? Der Ben macht gerade ein Mittagsschläfchen mal wieder. Und der Jonas ist gerade wach von seinem Vormittagsschlaf. Ja. Und den habe ich jetzt schon fertig gemacht. Der liegt jetzt hier beim Papa. Ich werde jetzt das Video machen, das 12-Wochen-Video. Ich habe mal Lippenstift drauf gemacht. Ich hasse das, mit Lippenstift rumzurennen. Aber ich finde, das sieht immer ganz schön aus bei so einem Video. Und das Video mache ich jetzt. Und danach mache ich das Brot weiter. Das muss dann in den Backofen. Aber ich will das ja dann frisch haben.
Und die Butter muss ich machen. Oh, das ist aber aufgegangen, du. Könnt ihr mal sehen? Hier. Ist ganz schön aufgequollen. Normalerweise kommt das in der Mitte gar nicht rein, aber ich hatte noch was übrig. Aber Hauptsache, das schmeckt. Muss ja nicht gut aussehen. Wir können jetzt los. Ich habe jetzt hier das Brot rausgeholt. Das nehmen wir jetzt einfach so irgendwie mit. Vielleicht eher, ich packe da noch ein Handtuch drüber. Und dann habe ich hier die Butter. Die schmeckt wirklich sehr gut. Ich habe das Rezept übrigens hier aus diesem Thermomix-Heft. Auf der Seite 30 ist das zu finden. Das ist die Avocado-Kräuterbutter. Ich finde nur, dass sie ein bisschen salzig geworden ist. Also passt ein bisschen mit dem Salz auf. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Das weiß ich ja, wie das schmeckt. Hier, die habe ich für meine Mama eingepackt und dann bekommt sie einen Gutschein von uns. Und, oh mein Gott, das habe ich geschickt gekriegt, wie ganz viele andere YouTuber auch. Und ich habe mich auch nie getraut, das zu bestellen. Ich war die ganze Zeit immer am Überlegen, da bestellt sie das mal. Ich fand nämlich irgendwie so ein für Rührei, weil das gibt es bei uns fast jeden Abend, fand ich sehr interessant, das Rührei-Gewürz. Aber ich habe gedacht, die Leute sagen das nur, weil die Geld dafür kriegen. Aber das stimmt nicht. Die Firma hat mich angeschrieben und gesagt, dass sie mir gerne was zuschicken würden. Und es bleibt mir überlassen, was ich dazu sage. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und da habe ich natürlich total gerne Ja gesagt. Und jetzt machen wir das mal zusammen auf. Wir haben zwar überhaupt keine Zeit, aber ich will euch das jetzt zeigen. Und ich will selbst wissen, was da drin ist. Oh, das ist dabei, das Rührei-Gewürz. Wie cool ist das denn? Ich wollte das immer unbedingt ausprobieren. Ich habe mich aber nie getraut, weil ich dachte, wie gesagt, das wäre alles vorgegeben. Aber ich darf berichten, was ich möchte davon. Und die Verpackung sieht ja süß aus. Voll cool. Also Rührei-Gewürz. Was haben wir noch? Steht da auch immer drin, was man damit machen kann. Curry Mandras passt toll zu Gemüse, Fleisch und Kokos-Currys. Chutneys. Cool, das steht da auch immer direkt mit bei. Worauf ist das Guacamole-Gewürz? Schmeckt Salz und Zitrone. Okay, cool. Boah, die sehen schon geil aus, ne? Am liebsten würde ich die jetzt hier einfach nur so hinstellen zur Deko. Kräuter-Quark-Gewürz. Oh, das hört sich auch gut an. Hähnchen-Gewürz. Kräuter-Pommes-Gewürz. Pancake Spice, oh wie cool. Cool, Pancakes esse ich auch total gerne. Und Pizzagewürz. Voll cool, ich freue mich total. Die sehen auch voll schön aus. Wo packe ich die hin? Wo die jeder sehen kann, hier oben. Ne, wir müssen jetzt erstmal los. Ich mache das dann später. Und ich melde mich dann später nochmal. Wir sind vor einer Stunde ungefähr nach Hause gekommen. Ich habe die Zwillinge schon gestillt. Dennis hat die fertig gemacht und so langsam dösen die ein. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich jetzt sofort ins Bett gehen soll. Eigentlich müsste ich das machen. Aber ich möchte unbedingt noch das Video zu Ende schneiden. Und deswegen werde ich jetzt, glaube ich, auch noch nach oben gehen. Ja, grillen war schön, war lecker. Und ich werde noch ein paar Sachen hier in der Küche wegräumen, obwohl die eigentlich vorhin noch aufgeräumt war. Aber jetzt nicht mehr. Und ich habe gerade noch mal auf der Internetseite von Just Spice geguckt und habe schon voll... Also ich habe die noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Aber ich freue mich schon, die auszuprobieren, wirklich. Und ich werde meine ehrliche Meinung auf jeden Fall abgeben. Und ich finde, die haben so, weiß ich nicht, so von der Optik so Sammelpotenzial. Also ich habe total Bock jetzt davon ganz viele zu kaufen, nur weil die schön sind und ich die sammeln möchte. Nee, aber ich habe gerade auf der Internetseite mal geguckt, die haben auch so Probiergrößen. Das sind so 6 Gramm, dann kann man mal probieren, weil
ich auch gesehen habe, dass sie so für Fruchtsmoothies und Joghurts und sowas haben. Das ist leider hier nicht mit bei. Aber ich bin froh, dass ich das überhaupt geschenkt gekriegt habe. Voll schön. Deswegen möchte ich jetzt nicht im Jammer. Schön in Ruhe, wenn ich ausgeschlafen habe, werde ich dann morgen nähen. Ich gehe schon wieder rein. Immer am Ende meines Videos muss ich gehen. Es tut mir leid, es ist schon zur neuen Tradition geworden. So, mein Schatz, wir gehen jetzt ins Bett, ne? Gehst du jetzt mit dem Papa ins Bett? Ja, ne? Ich bin jetzt wieder hier oben in meinem Hobbyraum und ich zeige euch mal die Hose, die ich total versaut habe, weil ich wollte eigentlich hier aus diesem Buch für Leon eine Hose nähen aus dem Kinderleichtbuch. Und zwar sollte es eine Mischung aus dieser Hose sein, also es sollte mit dieser Hintertasche sein und eine Mischung aus dieser Hose, und zwar unten die Bündchen und eine Mischung aus dieser Hose, die vorderen Taschen und aus dieser Hose das obere Teil hier, also das Bündchen hier oben. Jetzt zeige ich euch mal, was daraus geworden ist. Und das ist daraus geworden. Eigentlich auf dem ersten Blick okay. Es ist ja noch nicht ganz fertig. Hier muss noch das Gummi eingearbeitet werden. Aber auf dem zweiten Blick seht ihr das schon, ne? Voll schief geworden. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich jetzt das Bündchen hier reinmachen muss. Weil dann sieht man richtig, dass es schief geworden ist. Irgendwie habe ich das total versaut. Ich musste das dann auch hier durchschneiden, weil das eigentlich ein anderes Schnittmuster war. Also, ja, da will man mal was selbst kreieren. Aber ich fand es so cool mit den Taschen, nur ich habe die total falsch angesetzt. Und hinten, also hier unten, kommen noch Bündchen dran eigentlich. Aber ich muss erstmal gucken, ob ich das hier oben irgendwie hinkriege. Und hinten finde ich es ganz cool mit dieser weißen Tasche, die ich hier reingenäht habe. Und hier wollte ich dann, wenn ich einen Plotter habe, nachträglich dann noch so einen, weiß ich nicht, so einen blauen Stern, einen großen mit zwei kleinen blauen Sternen oder so drauf machen. Fand ich total toll, die Idee, dass hier unten da noch weiße Bündchen dran kommen. Aber jetzt habe ich das voll versaut mit hinten, mit vorne. Ja, ansonsten bin ich hier noch nicht wirklich weit gekommen, wie ihr seht. Ich habe noch, außer diese Hose habe ich nichts mehr geschafft, leider. Aber ich hoffe, dass es morgen anders. Meine Männer schlafen jetzt alle, also drei schlafen im Schlafzimmer und Leon schläft ja bei meiner Freundin und die datet mich regelmäßig ab, weil ja, das ist so, sobald Leon aus der Haustür raus ist, dann denkt man, ja cool, man hat eine Verpflichtung weniger, man kann andere Sachen machen, weil wenn Leon am Wochenende da ist, dann fühlen wir uns dazu verpflichtet, was mit ihm zu unternehmen. Ne? Wollen wir auch, also wir fühlen uns nicht nur verpflichtet dazu, sondern wir machen das ja total gerne. Wir unternehmen total gerne was mit dem Leon und als Familie zusammen. Aber es ist auch schön, mal den ganzen Tag zu Hause rumzugammeln. So wie ich das letzte Woche schon hatte, am Samstag war das genau, weil er ja bei meinen Eltern da war. Es ist wirklich schön, wenn man dann einfach zu Hause rumgammeln kann, weil den Babys ist es noch nicht so wichtig, wenn man irgendwas unternimmt oder nicht. Aber nach 5 Minuten, wenn der weg ist, vermisse ich den schon. Oh mein Gott. Und meine Freundin datet mich, wie gesagt, regelmäßig immer ab und schickt mir Videos und Fotos. Und es ist so schön zu hören, dass er dann so lieb ist und ja, so artig und keine Ahnung, gut erzogen halt. Ist er ja zu Hause nicht immer. Aber es ist schön zu hören, wenn er dann woanders sehr freundlich und liebenswert ist und sowas, ja. Und ich werde jetzt ein Video, also das Video vom letzten Wochenende dann schneiden, damit ich euch das morgen am Sonntag dann hochladen kann. Also das ist ja meistens eine Woche versetzt, die Videos bei mir, weil ich eigentlich nur am Wochenende dazu komme. Ich meine, ich habe jetzt das letzte Video, das ist das Wickeltaschenvideo, das habe ich jetzt zuletzt hochgeladen, das war gestern oder vorgestern, vorgestern habe ich das hochgeladen. Das kann ich mal immer nebenbei, wenn ich den Haushalt fertig habe, noch schneiden, wenn die Babys halt noch schlafen und Leon noch im Kindergarten ist, dann habe ich Zeit dazu. Aber ansonsten schaffe ich sowas meistens nur am Wochenende, wenn ich dann nicht gerade nähe. Aber ich freue mich, dass es noch so gut klappt, dass man da noch regelmäßig ein Video hochladen kann. Es ist natürlich toll, wenn man dann so 2 Videos in der Woche schaffen würde, aber wenn mal keins kommt, dann ist nicht irgendwas passiert oder so, sondern ich habe dann einfach leider keine Zeit mehr dafür gefunden. Aber es macht mir ja total viel Spaß und ich finde das so toll, wie eure Reaktion immer ist auf die Videos und vor allem bei dem letzten Follow Me Around, was ich hochgeladen habe, dass ihr da so hinter mir steht und eigentlich auch
die gleiche Meinung dazu habt, was den Kindergarten angeht, weil ich ja schon ein schlechtes Gewissen habe, natürlich, dass ich ihn da meistens so lange halt drin lasse. Es ist dann schön, dann so ein, ja, den Rücken gesteckt zu bekommen in dem, was man dann macht. Finde ich gut. Ihr müsst ja nicht immer der Meinung sein, was ich mache. Jeder hat immer eine andere Meinung, gerade was Kindererziehung angeht. Da muss man wirklich ganz vorsichtig sein im Internet, was man da halt erzählt, wenn es um Kindererziehung geht. Oder Politik, habe ich ja schon mal gesagt, und Religion. Also das sind alles so Streitthemen, wo man wirklich sehr vorsichtig mit umgehen muss in der Öffentlichkeit. Und deswegen finde ich das aber gut, dass ich trotzdem so offen mit euch darüber reden kann. Religion, ich bin evangelisch. Ich respektiere aber auch alle anderen Religionen und ich denke mir, jeder soll das machen, worauf er Lust hat und das daran glauben, woran er glaubt. Genau. Solange er keinen anderen damit schadet. Ich bin total stolz, dass ich das noch geschafft habe zwischen dem Kochen, dass ich das noch geschafft habe, das Update zu drehen. Und ich hoffe, das ist auch was geworden. Oh Gott. Wie gesagt, jeden Abend immer dasselbe hier. Und damit ich es noch schaffe, ein bisschen hier rumzuschneiden, höre ich jetzt mal auf zu quatschen. Ich habe hier gerade einen Kommentar gelesen und zwar: Hi, könntest du vielleicht etwas zu deinen Glanzfliesen sagen? Reinigung und so weiter. Die glänzen so schön und sehen bei dir so toll aus. Ich habe einen Schleier drauf und nach der Reinigung bleiben Wasserflecken. Das hatte ich auch am Anfang, wenn ich mit einem normalen Wischer gewischt habe. Ich habe aber so einen speziellen Wischer immer gehabt, bevor ich den Saugwischer hatte. Und ich kann euch den gerne mal unten in die Infobox verlinken. Ich glaube, der kostet so 35 Euro, das ist so ein Set. Und wenn ihr Hochglanzfliesen habt, kann ich euch den wirklich sehr empfehlen. Den habe ich nämlich bei meiner Schwiegermama gesehen. Und von ihr habe ich den auch dann zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil ich den so toll fand, weil die gleichen Fliesen hat wie ich. Und das ist halt so ein spezieller Wischer, der auch keinen Schleier hinterlässt oder... Also dieser Schleier hat aber auch viel mit Reinigungsmittel zu tun und ich habe aber immer ganz normal Meister Proper Reinigungszeugs genommen und halt mit diesem Lappen, den man benutzt. Und ich habe ja diesen speziellen Wischer genommen und dadurch hatte ich das eigentlich nicht. Jetzt benutze ich ja den von Vorweg, den Saugwischer, und da habe ich auch keine Flecken oder irgendwie sowas, wenn ich den Universal Soft Lappen benutze. Das ist der blaue. Also nicht der melierte, so grün meliert, weil die haben wir auch, aber ich finde auf Fliesen finde ich die nicht so schön, sondern eher auf Laminat. Aber für die Fliesen haben wir diese blauen Soft Universaltücher, die kann ich empfehlen. Und mit dem Saugwischer bin ich total zufrieden, der hinterlässt auch keine Flecken oder Schleier oder sowas. Ja, und da benutze ich den normalen Reiniger von Vorwerk. Aber wie gesagt, diesen Wischer werde ich euch unten verlinken. Den hatte ich auch mal in meinem letzten Favoritenvideo vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren sogar. Und den fand ich immer ganz gut, nur den brauche ich halt nicht mehr so oft. Den habe ich trotzdem noch ab und zu in Gebrauch, aber den brauche ich halt nicht mehr so oft. Ja, und meine Haushaltshilfen, die ich dann ab und zu mal hier hatte am Anfang, die waren auch total begeistert von dem Wischer, weil er wirklich sehr gut ist. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.